Hallo Leute, das gibt eine Videoantwort für Matthias. Es geht um unser Kochgeschirr. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Als erstes möchte ich das hier vorstellen, ganz kurz. Meine Frau hat mir diese Tasche genäht. Da ist die Nalgene drin. Ich hänge die mal jetzt kurz hier an. So. Und in dieser Tasche habe ich hier vorne den Deckel beziehungsweise nochmal einen Deckel für heiß mit Korken hier innen drin. Und hier drinne habe ich noch das eigentliche Kochset, was sich im Winter sehr gut jetzt bewährt hat. Und das ist ein Edelstahlmug, der durch diese Tüte halt geschützt ist, dass der Ruß nicht in den Rucksack kommt. Und hier drinne habe ich nochmal eine Tüte. Das passt wunderbar. Ich mal gerade ab. Und in dieser Tüte habe ich meine Sturmschale mit dem Esbit Kocher, weil der hat den Simmerring. Man braucht meistens, wenn man nur Wasser kocht, braucht man Full Power. Aber wenn es um Reis geht, will man den ganz gut gesimmert haben dann hinterher. Und ich habe mir aus ein Stück Blech von Alu habe ich mir einen zusätzlichen Windschutz gebaut, denn hier rüber, hallo Meise, habe ich, wahrscheinlich haben die hier in der Nähe ein Nest, so wettern die. Ja, den Windschutz, den kann ich hier durch diese Aussparungen so reinsetzen, dass von der einen Seite noch genug Abluft geht, also von der windabgewandten Seite. Aber da, wo die Zungen hier sind, da sind halt diese Aussparungen. Und zweitens kann ich den mit meinem anderen Set auch benutzen, wenn ich wirklich nur ganz wenig Wasser kochen will, zum Beispiel für eine Yum-Yum-Suppe. Dann kann ich den auch selbst als Topfständer benutzen, wenn ich will. Das alles passt hier wunderbar ineinander. Ich habe das dann in diese ehemalige Jeans-Tasche rein, in den Edelstahlmack rein, zack, und wieder zurück. Wiegt mit 1, irgendwas Liter, was in so eine große Nalgene rein passt, und vollem Spiritus wiegt es gut 2 Kilo, ist aber wirklich, wenn es darum geht, Yum-Yum-Suppe zu machen oder wirklich auch für einen Tag, für einen halben Tag genug Wasser dabei zu haben, Wasser abzukochen, wenn man irgendwo ist, ist das gut. Man kann in die Nalgene schön das heiße Wasser dann, wenn man es abgekocht hat, einfüllen. Laut Betriebsanleitung bis 60 Grad. Also dann wartet man halt ein bisschen, bis man den Deckel wieder drauf macht. So, das ist ein System, was ich habe. Ein anderes System komme ich jetzt dazu, ist das hier. Da habe ich meine Thermos, die ich jetzt im Winter sehr viel dabei gehabt habe. Und ein Becher, Edelstahlbecher, nicht Edelstahl, Emaillebecher, auch verrußt. Mit Cosi deshalb. Hier habe ich einen Feuerstahl drinne. Und
und ein Kienspanstück und den kleinsten gebrauchsfähigen Hobo, den ich habe, der wiederum auch ganz gut mit dem kleinen Spiritusbrenner funktioniert. Jetzt muss ich mal da gucken. Das ist ein bisschen lockerer hier. So, das ist dieser ganz kleine Franken-Trekking Bushcraft-Hobo, Steck-Hobo. Der passt komplett hier rein. Zusätzlich noch ein bisschen Watte. Und das System, gerade auch in Kombination mit ein bisschen Spiritus, ist eine feine Angelegenheit. Habe ich ganz gerne benutzt. Es ist ein bisschen eine Friemelei, man kriegt auch ein bisschen dicke Hände, aber das gehört, glaube ich, dazu. So, jetzt zur Flasche. Das ist jetzt diesmal im Winter angepasst, eine Thermoskanne. Da habe ich dann hier noch den größeren Halbwindschutz. Da kann man gut eine Alufolie drum legen und schon ist das ein Vollwindschutz. Ist also kratzgeschützt hier aufgesteckt. Und das hat meine Frau mir auch genäht aus dem Jeansbein. Das schützt die Thermoskanne selber. Nochmal. Und im Sommer benutze ich dann nicht die Thermoskanne, sondern die Nalgene. Jetzt nehme ich erstmal einen Schluck. Da ist sie wieder, die Meise. Die müssen hier echt ein Nest haben. Irgendwo in der Nähe. So. Gut, dann ich setze das mal gerade ab. Ich konnte gar nicht alles mitnehmen. Deswegen habe ich nur drei Systeme mitgebracht. Das ist der Lexidia oder Anself Holzvergaserkocher. Sicherlich schon bekannt. Und, ups, da ist die Hülle abgefallen. Und ich habe den Original-Netz, einen Beutel, der eigentlich für den war. Mache ich jetzt immer um den Topf. Das ist der Zebra-Topf, 1,2 Liter oder was. Und da habe ich mir hier in den Ruß eine 400 Milliliter Markierung gemacht, außen. So, und das benutzen wir jetzt. Ist das System. Da passt also auch die kleine Dose rein. Feuerzeug. Des Weiteren habe ich in diesem Beutel, wo eben der Holzgasverkocher drin ist, ein Gitter, Schutzgitter eines Ventilatoren. Den kann ich hier, wenn ich will, hier oben drauf platzieren. Und im Zebratopf habe ich heute mitgebracht eine China-Nudelsuppe, Instant-Nudeln mit Gemüsegeschmack, asiatisch. So, gehen wir hier die Haken aus. Und dieses PET-Ling mit Spiritus. So. Den fülle ich jetzt in dieses kleine Teil hier ein. So. Und eine so eine Füllung reicht für 400 Milliliter und jetzt habe ich immer noch Rest hier. So sieht es also aus. Ein bisschen mitgebrachte Backerbsen. Essen ist fertig. So sieht das aus. Mann, da freue ich mich jetzt aber drauf. Wow, zu heiß. Gut.
wenn man will, kann man sich das auch mit dem Knoblauch noch aufpeppen. Oder, das würde mit dem Brenner natürlich nicht gehen, vorher Mohren 10 Minuten vorkochen oder 10-15 Minuten vorkochen und dann alles rein, Mohrrübenwürfel. Also. Das Feste kann man so ganz gut rausessen und zum Schluss einfach die Brühe noch austrinken. Weitere Kochsysteme werde ich dann zu Hause wiegen. Manche hatten mich auch gefragt, wie viel mein Wok wiegt. Diese kleine Military Katin, 55 Gramm, eignet sich aber eigentlich nur zum eine große Tasse Wasser heiß machen und vielleicht ein kleines Würstchen drin schnippeln oder eine Ramen-Nudel-Sache zu machen. Hier mein Konservendosen-Kit mit Deckel und diesen Plastik von diesen manchen Dosen ist 111 Gramm schwer. Dann der Relax-Topf mit Deckel, der aber schon 1,9 Liter fest und auch gleich eine Art Pfannenersatz ist, 488 Gramm, weil es einige Leute interessiert hat. Der Wok hier mit Deckel, das ist so ein Weißblech-Wok, denke ich mal, mit Alu-Deckel und Holzgriffen, 427 Gramm. Dankeschön und tschüss.